Ja, hier ist ein neues Video von Rolf Klesen. Ich bin Patentanwalt in Düsseldorf und habe heute jemanden zu Gast, der sich mit Hunden beschäftigt. Genau. Erzähl mal, wer bist du? Wie heißt dein Unternehmen? Was machst du? Genau. Ja, ich bin der Max Wiedemann. Zusammen mit meinem Geschäftspartner, mit dem Johann Michel, haben wir vor jetzt insgesamt 3,5 Jahren die Jomax GmbH gegründet. Und genau, wir verkaufen Haustierartikel, also speziell Hunde und Katzen. Und genau, heute wollen wir einfach mal über einen ehemaligen Fall sprechen, wo du uns weitergeholfen hast. Und genau, ja. Ja, genau. Es ging damals, glaube ich, um so eine Fusselrolle, genau. War das? Ja, genau. Erzähl mal, das war wie sah das Produkt aus oder was war das für ein Produkt? Hat die das schon länger im Markt oder nicht? Ja, das war tatsächlich sogar unser erstes Produkt, der erste Fall bei uns. Und das war eine Fusselrolle für Sofa oder für die Couch, wo man Hundehaare, Katzenhaare aufsammeln kann. Und es war ein ganz typisches Produkt, wo wir jetzt auch noch nicht so viel Wert in die Entwicklung gelegt hatten, sondern es war sehr ähnlich auch zu einem Konkurrentprodukt, was schon bestanden hat auf dem Markt. Und genau da gab es den ärgerlichen Fall eben, dass unser Konkurrent uns bei Amazon abgemahnt hat. Ich sage mal, das ist der Worst Case, dass ein Produkt dann wirklich gesperrt wird auch. Und das ist bei uns eben der Fall gewesen. Und dann wussten wir erstmal nicht, was tun wir jetzt. Also unser Produkt ist vom Markt genommen worden, der Konkurrent konnte weiterverkaufen. Ja. Und dann sind wir auf dich zugekommen. Ja, genau. Bei Amazon ist das sehr ärgerlich. Wenn Amazon eine Designverletzung in dem Fall gemeldet wird, dann wird sofort eigentlich reflexartig das Listing gesperrt und die prüfen erstmal gar nicht, hat das überhaupt, ist das sinnvoll oder ist das rechtswirksam gesperrt worden? Ja, hat das überhaupt Bestand, das Design oder so? Das gucken die gar nicht, sondern erstmal wird gesperrt. Ne? So. Ja. Ja. Und dann wussten wir halt auch nicht weiter, was zu tun ist und uns sagt, brauchen einen Experten an unserer Seite. Und genau, wir sind dann so eben vorgegangen, dass du erstmal eine Recherche erstellt hast, dass eben das Produkt an sich auf dem Markt bewertet wird, wie seit wann gibt's dieses Design eben schon, auf das er sich beruft. Ja. Und genau, kannst du ja auch erzählen. Und dann haben wir eben rausgefunden, das gab's lange vorher, vor dem Anmeldetag schon. Das heißt, das Design war gar nicht neu und kann gelöscht werden. Ja. Und dann haben wir eben dem Gegner einen Brief geschrieben, gesagt, hör zu, nimm bitte diese Sperre wieder raus bei Amazon, heb die Beschwerde auf, denn sonst löschen wir dir dein Design. Das gab's eben vor dem Anmeldetag, genau dieses Design ist schon vorher verkauft worden. Ja, und dann ist genau das passiert. Ne? Dann, genau, dann hat er eben gesagt, okay, tut mir leid. Ja, hat die Sperre zurückgenommen und dann wirst du auch auf Amazon recht zeitnah dann wieder entlassen. Genau, die Sperre eben zurückgenommen und dann konnten wir wieder verkaufen und das Problem wurde gelöst. Ja, genau. Ja, vielen Dank, dass wir darüber reden konnten. Ja, unterliege ich ja dem Anwaltsgeheimnis und darf gar nicht über Fälle reden, aber wenn du da von dir aus drüber redest, ist das natürlich super für mich. Vielen Dank. Gerne. Ja, danke, Max. Bitte.